Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5, die Story. Meine Wenigkeit ist wieder am Start. Jo, was machen wir denn heute? Genau, wir wollen erstmal mit dem Kollegen Michael ein bisschen was machen. Wir haben in der letzten Folge... Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Ah ja, genau, wir haben ja Trevor, ja, mehr oder weniger dabei erwischt, wie er die Frau von Madwazo entführt hat. Und er ist natürlich jetzt auch natürlich untergetaucht wie Michael. Also, Michael eigentlich nicht. Wo Trevor ist halt untergetaucht, weil er irgendwie untertauchen muss. Ich glaube, das kann noch richtig Ärger geben. Und dann haben wir uns für Molly das nächste Auto den Nagel gerissen aus dem Filmstudio. Ein Mercedes SL 500, glaube ich, müsste es gewesen sein. Also zumindest der Abklatsch mit Spikes. Und sie sind ein bisschen durch die Stadt gefahren, haben Verfolger abgeschnitten. Haben das Auto abgeliefert und damit müsste es eigentlich nach meiner Rechnung nur ein Auto fehlen. Wäre der Z-Type, die zwei schnellen Wagen und der Mercedes, dann hätten wir nämlich, glaube ich, alle. Sind haben wir vier. Und ich glaube, es fehlt noch ein Auto. Und da wird es jetzt Lamar Davis auch demnächst ja, helfen. Mehr oder weniger. So, die nächste Mission ist mit Michael. Also ist der irgendwie wieder zu Hause. Die gute Frage ist, was steht als nächstes an? So. Irgendwas. Das wird schon interessant werden. Man, your house is empty. Oh, hey. I had to kind of lay low for a while. Yeah, that nice Mexican we met. Me and Tete did that job for him, and we fell out. You gotta be joking. I wish I was. Leichte Turbulenzen. Desert, out by Alamo Sea. All right, well, I'll hit you if I find anything. Absolutely. Oh, hey. Trevor's got his wife. Trevor's got a wife? No, no, the Mexican's wife. What? Mm-hmm. I don't know what to say about that one. Nothing. Nothing to say about that. Run! Run! I'm back! Coming, Trevor! Bring me my coffee, I'm gonna cut your arm off. Absolutely! Who the hell's that, your maid? Oh, business partner. Good guy. Very loyal. Ron, Ron, that is Michael. And this is Patricia. Listen, beautiful. You know, I'm sorry about everything that's happened. And, you know, I can't guarantee no harm's gonna come to you. I might have to chop you up into little pieces before spraying your pulp mess down the drain, but I really hope it doesn't come to that. I appreciate your honesty. You are a good man. I can see that. You need your eyes examined, man. Ron, you miss me? Yeah, Trevor, a bit, I mean. How's the fucking business? I tried. If you're gonna give me a sob story, I'm gonna rip your fucking throat out and shove a turd down the hole. It's not a sob story, it's just not quite come good yet. But I heard about something to do with Meriwether. Those assholes. Big cache of weapons they got coming in. So I thought you might want to, requisition it. Fantastic! Let's go! I'm in. Whoa, no, 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 not you. Sit down. You're a wanted man. Stay low. And watch her, okay? She's a good lady. Let's go, Ron. Good to meet you, Michael. Fucking come on, let's go! The weapons are coming in by air. We've got a plane over at the airstrip, but... Great! Let's go! Ich glaube, ich weiß, welche Mission das ist. Die ist cool. We're not gonna take out a private army on the ground, Ron. We gotta meet them in the air. Okay. Well, look, I knew that you were pissed after the Meriwether heist, giving back the hardware. That was bullshit. Mm-hmm. Right. Right. So I've been monitoring chatter, tapping into Meriwether networks. Feels good to be back in the company of a professional. I gotta say, I got it.
I was expecting something a little more impressive. The late, great Michael Townley. Not so late and not so great, right? And no longer called Townley. The years have not been terribly kind. What's the end game, man? We had a good thing going without him. If it's such a good thing, where's my money, huh? Where's my consultancy and my big fat dividend? I want a franchise network, Ron. I want reward cards, merchandise. I want to make gun violence and drug dependency accessible to every man and beast from Hove Beach to Vespucci. I want country clubs and a depressed wife with blonde hair and a hot secretary who bounces on my boy. No. Maybe if you'd buy into Oscar's business. I'm hearing there's a lot of bounce in the firearms. Demissilian says. Just the plane I need to take on a heavily armed, tax-funded militia. Call our guys south of the border. Tell them there's a fire sale. So, wir sollen wahrscheinlich in das Flugzeug steigen. Ja. I'll get you on the CV. Wie wär's, wenn du mitfliegst? Flieg zu dem Frachtflugzeug. Ja, das ist die Mission, die ich mir schon da... Die dachte ich mir schon. Die ist ganz cool, die Mission auf jeden Fall. Ja. Oh. Ah. Gut, dass Trevor fliegen kann. Ich kann es nämlich nicht. So, wie sollen... Was haben wir denn? Das muss über uns auf jeden Fall sein. So, wir sollen so niedrig wie möglich fliegen. Eigentlich hatte ich jetzt vor, hoch zu fliegen. Was habe ich denn da mitgenommen? Ups. Ich glaube, ich habe da irgendwie gerade einen... Ups, Alter. Ich glaube, ich habe da gerade nichts mitgenommen. Na gut. Soll mal vorkommen. Ich habe es ernsthaft... Ich habe das Ding ernsthaft nicht gesehen. Ich habe nicht keine Ahnung, wo ich da... Wo ich da reingeflogen bin, kommst du jetzt mal hoch mit deinem Arsch. Dankeschön. Come in. The Meriwether plane's in a holding pattern over Mount Gilead. Try and keep under the radar. Air traffic's being monitored from the military base. Oh, ernsthaft jetzt? Wo bin ich denn da reingeflogen? So ein Telefonmast oder was? Oh, okay. Wahrscheinlich. Cargo planes on my 12. Got the weapons they're using to enslave us on board. Das Ding da oben? Folge dem Frachtflugzeug, bleib aber am Boden. Okay. Na gut. So. Na gut. We're flying by the military base now. Avoid it, boss. Don't fly over. Yeah, sure. Yeah, sure. Dann machen wir das doch. So. Ja klar, dass eine Militärbasis auf jeden Fall durchaus eine Flugverbotszone ist. Also eigentlich tatsächlich nicht machbar. So. Ja, das Ding hat aber nicht Schiffstempo, sonst würde ich nicht so easy aufholen können. Oder es ist einfach GTA.
myself out here. Bullying, reckless, totally selfish. Do the things that make me me. Like kidnapping the wife of a powerful Mexican gangster and flying a crop duster toward a jumbo jet loaded with mercenaries. Exactly! Everyone's so hung up on appearances in LS, you start to forget who you are. And if you ain't who you are, who the fuck are you? So. Was will der jetzt? Will der jetzt... warte mal. Ich meine, ich soll deswegen folgen. Ich folge jetzt die ganze Zeit schon. Ich muss jetzt mal hochgehen. So, ich muss dem Ding jetzt weiterhin folgen. Denke ich mir mal. Ups, was ist die Eisenbrücke? Plus ich irgendwie. Alrighty. Na gut. Fliege dich dann das Heck des Frachtflugzeugs. Höher müssen wir noch, glaube ich. Shoot me down? Now that's not very sociable. So. Ich bin nur ein Ticken über euch, das war bewusst so. Moment, was? Da flog. Ja, der hat der. Warum hat er den Anfang? Warum hat er nicht den weggeschossen? Na gut, dann müssen wir das nochmal machen. So, die Leichen gehen jetzt mal erstmal schwimmen. What the fuck? Now, who's gonna fly this thing? Was? Übernimm die Stopp. Moment, ich flieg gerade. Okay, ja, warum nicht? Come in, Air Traffic Control. There's been a change of personnel and destination on the Meriwether jet. We are now landing at Mackenzie Field. Okay, dann fliegen wir das Ding mal zum Mackenzie Field. Changing frequency, over. Ron, Ron, you there? I got the jet. You with the buyers? We're here, T. Awaiting your arrival.
gut, da können wir jetzt nicht landen. Dann fliegen wir mal zurück. Moment. Wir kennen jetzt der kleine Flughafen, oder? Also der größere, der kleinere, vom kleineren. Moin, moin. Gut, dann gehen wir mal hoch. Any offensive action will be met with overwhelming retaliation. Maybe I'll give you 10% of what's in the hole. Then we're all happy. Die Frage ist, wie hoch können die, ne? Da gehen wir mal hoch. Immer höher. Ich meine, der Flieger ist auch nicht angeschlagen. Ich glaube, wir können nicht höher. This is your final warning. Divert now or be engaged. Hey, you wouldn't shoot me down anyway. Think of the ground casualties. Oh, doch, die können höher. Der ist sogar über mir, der eine. Was? Rakete abgefeuert. Fickt euch. Oh, jei, jei, jei. Gut, dann machen wir einen Abflug. Nehmen wir das Auto, ne? Und da macht man eben der Jet den Abflug. Warte mal, die Frage. Moment, wo lande ich mit dem Auto? Das kann jetzt ziemlich böse enden. Ich gehe mit dem Auto, ich gehe zu Fuß raus. Tschüss, kleiner Flieger. Wo ich vermute, das war eh nochmal. War das der Jet oder war das der F. Oder war das. So, ich brauche ein Auto. Nö, wir brauchen nicht was holen, okay. Leichte Turbulenzen. Abgeschlossene Mission. Also schon war die nicht tatsächlich. Aber sie sagt ja, sie war cool. Jetzt haben wir einen 75% durchgenommen. Ja, passiert. Gut, dann haben wir die Mission auch abgeschlossen. Haben wir noch eine Hauptmission oder haben wir nur so einen Nebenquatsch jetzt gerade? Haben wir überhaupt doch Hauptmission? Weil das ist alles Fankins, ne? Das Grüne. Wir hätten noch ein bisschen was. Ne, ich glaube, Trevor hat nur. Ja, Trevor hat nur eine Mission. Oder Moment, vielleicht kommt noch eine rein. Trevor! Shit, are you okay? I saw the plane go down! I survived, and Lizard Army didn't do so well, so that's something. Ah, oh, thank God! The fuselage went into the Alamo Sea. You might be able to salvage the hardware with dive gear or something. Ah, oh, good idea! But it'll take time. Tell Oscar he ain't getting these guns. Okay, look, I gotta ask. Are you in with the federal government? An agent, Sanchez, was round here saying you and Michael had to meet his supervisors at the garage.
The cook site! Fuck, I gotta do this, okay? But I'm using them, all right? They ain't using me. Let's make that clear. Das ist der Laden vom Chefkoch, ne? Ja. Ansonsten haben wir, glaube ich, nichts weiter, oder? Was Hauptmissionen betrifft. Ich gucke jetzt mal mit Franklin gerade drauf. Franklin chillt in seiner Hut. Bügelt erstmal sein Hemd, okay. Muss auch mal sein. Doch, Franklin hat noch eine Hauptmission. Und zwar die für den Laster. Also wahrscheinlich einen Auftragsmord. Die Frage ist, welcher ist noch offen? Okay, Lenkraketenwerfer für. Haben wir offen. Gut, das nächste wäre jetzt. Ah, wir haben eine nächste Mission mit Michael, glaube ich, ne? Eine Brewer-Mission mal wieder. Oh, wenn das die ist, die ich meine, dann ist die nämlich wirklich cool. Aber dann ist die, dann dauert die ein bisschen länger, weil das so eine Vorbereitungsmission ist, Vorbereitung. Gut. Und dann würde ich sagen, machen wir mal feiern. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 5, die Story. Und dann gehen wir zu Lester. Wie gesagt, ich vermute, dass es doch ein Auftragsmord ist. Gucken wir mal, ne? Bis dann und tschüss.